Das alte Hamburg stellt sich natürlich dar als die Stadt am Meer. Hamburg liegt zwar nicht direkt am Meer, sondern wie jeder weiß an der Elbe, aber dennoch ist es, ich denke, in Deutschland die Stadt, die am meisten von maritimen Klima geprägt ist. Und die alte Stadt Hamburg gründete sich natürlich hier im Hafengebiet mit unzähligen kleinen Fleten, von denen nur noch wenige übrig sind, an denen wir hier stehen, an der Michaelisbrücke. Und die Kernstadt besteht eigentlich aus der Altstadt mit Rathaus und Innenalster, Mönckebergstraße, Jungfernstieg, das, was man so das Postkarten-Hamburg nennt, und natürlich dem gegenüber diesem großen Hafen. Und hier befinden wir uns in der Neustadt, die auch schon bis in das 17. Jahrhundert zurückreicht, wo es eben immer noch eine Normalität gibt. Bürohäuser, Kontorhäuser, neben Wohnungen, ein kleiner Markt, Restaurants. Man flaniert, das ist eher verschwiegen und entspricht nicht so dem Klischee des großen maritimen Hamburgs, das jetzt vom Hafen geprägt ist. Seit der Oberbaudirektor Fritz Schumacher in Hamburg regiert hatte, prägt natürlich das Backsteinmaterial diese Stadt. Vorher war Hamburg auch durchaus eine weiße Stadt mit Stuckfassaden und hanseatischen Kapitänshäusern. Aber dieser Backstein, der vor allen Dingen dann in den 20er Jahren als Expressionismus bekannt wurde, ist ein Material, das heute das Stadtbild prägt, bei alten und auch bei neuen Bauten. Der berühmteste Vertreter ist das Kieler Haus von Fritz Höger mit seiner spitzen Ecke, das so an einen Schiffsbug erinnert. Und aufgrund seines spitzwinkligen Grundrisses und den vertikalen Fassaden ebenso eine besonders dynamische, ausgeprägte Form hat. Die HafenCity bedeutet für Hamburg eine unglaubliche Chance, sich weltweit auch als eine Stadt zu präsentieren, die nach vorne denkt. Natürlich gibt es Vorbilder wie die Docklands in London. Man will es aber besser machen und hat hier also versucht, mit Anbindung an die alte Innenstadt ein ganz lebendiges Quartier zu schaffen. Natürlich ist es ein Quartier, das für den kleinen Beutel nicht unbedingt gedacht ist. Man möchte auch hier, obwohl viele teure Wohnungen entstanden sind, nachbessern, auch mit Sozialwohnungsbau. Ein Stück Normalität kehrt auch schon ein. Die HafenCity-Universität hat ihren Betrieb hier aufgenommen, sodass eben auch eine deutliche Verjüngung stattfindet und das Stadtviertel nicht mehr nur den gesetzteren Menschen mit viel Geld vorbehalten ist. Das Flaggschiff der HafenCity ist natürlich die herausragende Elbphilharmonie, die sich als große Landmarke von den Schweizer Star-Architekten Herzog und de Morne errichtet, hier in Hamburg eben als neues Wahrzeichen etablieren wird. Hamburg ist natürlich auch eine bekannte und berühmte Einkaufsstadt. Der Jungfernstieg und vor allen Dingen das Passagenviertel, das dem Vorbild von Mailand nachgeeifert hat, ist eben ein ganz besonderer Ort, wo man also wunderbar einkaufen kann, wo man schlendern kann. Alles das, was eine Weltstadt ausmacht, ist hier natürlich auf besonders hohem Niveau zu finden. Die Stadt, die so weltoffen und handelsorientiert ist, hat auch die Mentalität der Bewohner geprägt. Und ein sichtbares Zeichen ist auch die Bereitschaft, privates Kapital zu spenden, zu stiften für große, der Allgemeinheit dienlichen Bauvorhaben. Die Elbphilharmonie ist das prominenteste Beispiel und das macht etwas Besonderes in dieser Stadt aus. Die Verantwortung für das Allgemeinwesen.